Hey guys, welcome back to the channel. We're going to be checking out another video from The Hewlett Show. This one is titled Brexit. The British have finally left the EU. So I did a video regarding this and it was really funny. So I'm going to be doing another one. And I've noticed that The Hewlett Show, mainly is in German. However, I've realized there's a new feature on YouTube where you can actually automate or automatically translate the captions to English. So I might check out one of those videos and see how it goes in the future. But without further ado, guys, let's get right into this video. Und jetzt heißt es nochmal Haltung annehmen und Hand aus der Hose. In etwas mehr als einer Stunde ist es soweit. Zum ersten Mal in der Geschichte verlässt ein Land die Europäische Union, und zwar Großbritannien. Genau. Ja. Partystimmung. Große Stimmung bei den Brexit-Fans, aber auch in Brüssel findet heute um Mitternacht wohl eine symbolische Aktion statt. Ja, da wird extra eine britische Fahne an einen bestimmten Brunnen gelegt, einfach als Zeichen. Als Zeichen. Ich muss sagen, ich sehe es anders, ich finde es traurig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde es auch traurig, denn es gibt so vieles, was man an den Briten einfach lieben muss. Die Bilder, die jetzt wieder hochkommen, ihr legendäres Rhythmusgefühl, wie hier als Theresa May versucht hat, das Wort Brexit zu tanzen, ihre beneidenswerte Debattenkultur im Unterhaus. Und natürlich immer wieder ihre sportliche Fairness. Hier ein Symbolbild für Boris Johnsons Politik. Ja, keine Angst, das Kind ist tot. So. Und das Traurige ist, obwohl ja jetzt noch diese Übergangszeit kommt bis zum Ende des Jahres, in der wir einen Freihandelsvertrag mit denen aushandeln müssen, jetzt schon kostet der Brexit Arbeitsplätze. Ja, wirklich. Ich zum Beispiel habe hier alleine 3 Autoren angestellt. Und zwar nur für Brexit-Witze. Was mache ich jetzt mit diesen Leuten? Das es ist ein hartes Business. Ich spare ihre Gebühren. Von den vielen Grafikern hier mal ganz zu schweigen, die hier wirklich jede Woche einen Kracher nach dem anderen rausgehauen haben. Na, wissen Sie noch die Totenhirne von London? Oder der Brexorzist? Und natürlich der Klassiker, Planet der Inselaffen. Ist alles vorbei. Alles vorbei, ja. It's all over. It's been a few years now. And I don't really know how it's going for the folks over there. But obviously they haven't crumbled or shattered, you know. But I'm not sure if it has, you know, decreased their strength, like economy-wise and all that. Or increased. I don't know. You guys can let me know in the comment section down below. But yeah, it's been a while now, if I'm not missing. Four years? Is it? No, it's 3 years. That's what the video is saying. We'll meet again. Man wird melancholisch. Ich bin melancholisch. Übrigens, Ironie der Geschichte. Heute müssen sich die Briten ein allerletztes Mal nach uns richten. Brexit ist um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Eat this, motherfuckers, ja? Was passiert dann genau? Was 23 Uhr britischer Zeit ist, eine etwas krumme Uhrzeit. Und deshalb sollte eigentlich Big Ben dazu läuten. Statt des Big Ben Bong wird es jetzt nur eine Dia-Projektion in der Downing Street geben. Ist billiger. Haha, das fängt ja gut an, muss ich sagen. Nein, aber ist richtig. Richtig, haltet euer Geld mal lieber zusammen, ihr werdet es noch brauchen. Denn Fakt ist, die Briten wickeln etwa die Hälfte ihres Handels mit EU-Ländern ab. Ja. Die Hälfte. Und wie das dann gehen soll, eigene Standards für natürlich Niedrigsteuern, sie wollen ja eine Steueroase werden, oder Arbeitnehmerrechte, eigene Arbeitnehmerrechte, aber weiter vom EU-Binnenmarkt profitieren, wie das gehen soll, das kann auch der Boris nicht erklären. Ja, vielleicht wird das alles noch viel, viel teurer als gedacht. Und weil bei uns in Deutschland tatsächlich kein Mensch mehr Bock hat auf das Thema Brexit, konzentriert sich inzwischen 97% unserer England-Berichterstattung auf den sogenannten Mexit. Mexit. Ja, der Mexit, Sie wissen schon, Harry und Meghan, also der arbeitslose Zeitsoldat und die arbeitslose Schauspielerin, die haben ja quasi gekündigt bei der Queen. Die sind quasi abgehauen, das muss man so sagen. Und seitdem... Seitdem wirklich nur noch Schnappatmung. Dürfen die das mit gerade mal Mitte 30 ausziehen? Bei der Oma. Londoner Wachsfigurenkabinett. Honestly, I didn't know that this happened all the way back then. I thought this was recent. Why am I... Well, the truth is I don't even pay attention to anything that happens in this world, because at the end of the day, I can't stop it. I can't change it. I can't do nothing to help it. And one day we all gonna die. And
if my joy comes from something else apart from the news, well, I'm not gonna be miserable watching that. Am Two Swords ist der Bruch schon vollzogen. Die Sussexes stehen jetzt in der Büßerecke weit weg vom Rest der Windsors. Das ist hart. That's tough. Oder? Das ist hart. Büßerecke. Hat man jetzt eben auf den Bildern gar nicht so gut gesehen, aber die stehen da tatsächlich neben Hitler und Stalin. Das ist zu hart. Das ist wirklich zu hart. Ja, das geht so weit einfach nur, weil sie gekündigt haben. Ich finde es traurig. Vor allem die Aggressionen, die Meghan entgegenschlagen, sind ja, wenn man drüber nachdenkt, geradezu ein Symbol für diesen Brexit. Ein Kulturkampf zwischen einem weltoffenen, modernen England und der kleinen, miefigen Insel, die lieber im eigenen Genpool vor sich hingammeln will. Ja? Reden wir drüber in einer neuen Folge von Heute Show Royal TS mit Christian Seelmann-Iringard. Oh, big dog, what's up, man? Unser Heute Show Adelsexperte ist menschlich enttäuscht, ja, Christian, geradezu beleidigt wegen des Brexit. Kann man wohl sagen, Merkel. Das kann man wohl sagen. Der Familienbetrieb der Windsors, das war doch die letzte Erfolgsmarke der Bankrotteninsel. Und plötzlich gibt es diese unfassbare Pressemitteilung der Queen. Zitat: Harry und Meghan sind ab sofort nicht mehr arbeitende Mitglieder der königlichen Familie. Totaler Schock. Wussten Sie, dass einer von denen jemals gearbeitet hat? No. Na. Ich auch nicht. Arbeit, was ist denn das? Das ist nicht mehr mein Hochadel, Arbeit. In diese Leute wollen wir doch unsere Träume, unsere Sehnsüchte projizieren. Dafür sind die doch da. Die sollen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, also Polo und Inzest. Was soll denn das? Dafür lieben wir sie doch, dass sie so völlig lebensuntüchtig sind. Hier ein Ex-Butler verpetzt Prinz Charles. Ihm wird die Zahnpasta jeden Morgen auf die Zahnbürste gedrückt und seine Schlafanzüge jeden Morgen gebügelt. Auch seine Schnürsenkel müssen jeden Morgen gebügelt und geglättet werden. Na ja, natürlich. Mit ungebügelten Schnürsenkeln kommt er keine 3 Meter weit. Der bricht sich das Genick. Alles wunderbar eingespielte uralte Rituale. Und dann kommt da so eine B-Schauspielerin aus Hollywood und sprengt die Gruppe. Kein Wunder, dass die Medien sich so ein bisschen auf sie eingeschossen haben. Meghan war ja die treibende Kraft hinter diesem Wir wollen in royale Rente gehen. Ich halte sie persönlich für eine inzwischen eine gefährliche Person. It's kind of crazy to, you know, have a headline, you know, you left the royal family, like royal family. Royal family. Is it a job? Or are you a part of the family? You know, which obviously the guy is indeed a part of the family, right? But I don't know. It's just weird, the hair. Da wohnt auch Meghan irgendwie nicht. Meghan ist in Vancouver und shoppt Häuser. Aber ich glaube gleichzeitig, dass sie eine unfassbar selbstzentrierte, egoistische Person ist. Meghan hat Kate zum Weinen gebracht. Monster Meghan bricht das Herz der Queen. Also sag mal. Monster Meghan, was soll denn das? Warum kriegt sie eigentlich fast alles alleine ab? Weil sie die Frau ist. Entschuldigung, so ein Erfahrungswert von mir. Ja. Meistens ist ja doch die Frau. Hey man, stop that boy, come on man. Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Nein. Ja? Aber dass da manche Leute jetzt Rassismus reininterpretieren, das finde ich einfach lächerlich. Gut, was man zugeben muss, Kate und Meghan werden medial schon unterschiedlich dargestellt. Hier, der britische Express schreibt, William schenkt Kate eine Avocado gegen die Morgenübelkeit. Und dann derselbe Express, Meghans geliebte Avocado schuld an Menschenrechtsverletzung. Waren halt verschiedene Avocados. Oder hier, Daily Mail. Nicht mehr lange, schwangere Kate streichelt zärtlich ihren Babybauch und dieselbe Zeitung zur schwangeren Meghan. Warum kann Meghan nicht die Finger von ihrer Plauze lassen? Ist ja eine berechtigte Frage. Was soll das ständige Gefummel? Ja, Fummeln ist ein gutes Stichwort. Selbst der notgeile Prinz Andrew kriegt wenige ab in der britischen Schweinepresse. Ja, das kommt mal vor bei den Windsors, dass einer seinen kleinen Prinzen nicht unter Kontrolle hat. Aber das spielt doch letztlich keine Rolle. Ich sage Ihnen, die werden sich auch wieder berappeln, weil es ja letztlich ein Wirtschaftsunternehmen ist. Experten schätzen den Wert der Marke Windsor immer noch auf 79 Milliarden Euro. Was meinen Sie, was die verdienen mit ihrem ganzen Merchandising-Tinnif? Teller, Tassen, royale Nachttöpfe, das ganze Programm. Ja, da können unsere bürgerlichen Politiker nicht dran klingeln. Liegt doch alles seit Jahren wie Blei bei uns im Heute-Show-Fanshop. Der Frank-Walter-Steinmeier-Thermomix.
aber auch 30.000 Stück von. Auch hier. Die Heiko Maas Beauty Nachtcreme will keiner. Und der größte Ladenhüter von allen, das Anja Karliczek Katzenklo. Deswegen brauchen wir den Hagel. Da ist was dran. Christian Seelmann-Ehringberg, meine Damen und Herren. Hey, I definitely gotta check out more because, you know, I'm actually learning about the UK as I watch this. So definitely something that I have to check out more of in the future. But hey, you know, it's kind of crazy. It is sad that the UK actually left the EU. It doesn't make a lot of sense to me, right? Because they're still in Europe, like first country to ever do it. I know they were powerful. Right, but I don't really know, you know, but y'all can let me know how has the market in the UK been since then. But without further ado, guys, I'm out of here. Peace.